Einen schönen guten Tag. Wir haben Freitag. Es ist 18.19 Uhr. Wir haben 20 Grad Celsius. Wir sind hier im Bergischen Land, in Wuppertal. Hallo. Wir machen heute mal einen Ausflug. Und schauen uns mal an, was in Wuppertal so geht. Also ich bin hier in Wuppertal noch nie gewesen. Zumindest nicht in der Stadtmitte. Ich hatte hier irgendwann mal ein Date, Ewigkeiten her. Zu Zeiten, als es noch kein Internet gab, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Da ging alles noch per Chiffre und per Brief. Vielleicht dann per Telefon auch. Wir haben heute einen schönen Tag erwischt. Ich hatte schon Befürchtungen, dass es grau ist und regnerisch. Und dann nur noch grau. Wir gehen hier mal direkt hoch. Bundesbahn Direktion. Ob wir da einen Blick riskieren können. Schön. Bestimmt können wir das. Da sehen wir die Schwebebahn. Ja. On the fly mein Zoom eingeschaltet. Sehen wir noch entschwinden. Ein Blick hier runter, wenn wir gleich langlaufen. Schwupp. Schon haben wir den wieder zentriert. Ich merke mit jedem Schritt, wie der Knick immer kommt. Und schon geht die Treppen wieder runter. Ich habe nach meinem letzten Video vergessen, die Kamera wieder aufzuladen. Die liegt noch bei guten 50%. Soll jetzt erstmal reichen. Ich muss das nur im Auge halten, dass ich dann irgendwann den Zusatzakku benutze. Aber der macht das ganze Ding natürlich auch größer und schwerer, deswegen laufe ich erstmal so los. Ja, und ich hatte mir erst überlegt, hier
ein Stadtläufer-Video abzufeuern. Bei meinen Recherchen habe ich gesehen, dass das irgendwie auch schon sehr, sehr oft besucht wurde von Kollegen der schweigenden Art. Und deswegen lassen wir das mal sein. Wir machen heute ein Cayman-Video. Und wir sehen jetzt hier die Wupper. Und ich habe mal irgendwo gehört, gibt es ja so ein Sprichwort, so ein Satz, der heißt, über die Wupper gehen. Konnte man sich nicht erklären. Hat so ein bisschen was mit dem Tod zu tun. Da kommt einer. Dachte ich, wieso soll man denn sterben, über die Wupper gehen? Also da benutzt man als Synonym. Da kommt noch eine. Und hier aus dem Raum sind damals viele nach Amerika ausgewandert, weil hier eine Armut herrschte. Und Amerika das gelobte neue Land war. Und dann hat man diejenigen, die dann nach Amerika gingen, die gingen dann quasi über die Wupper. Und das hieß in der damaligen Zeit mit den Segelschiffen die große Atlantiküberquerung, die waren quasi wie tot, weil die weg waren. Die kamen nicht mehr wieder. Und daraus hat es sich wohl entwickelt. Zumindest habe ich das mal irgendwo aufgeschnappt. Es ist heute ja im Gegensatz zu den letzten Läufen, die ich gemacht habe, richtig, richtig belebt. Und da ist bestimmt das Wetter nicht ganz unschuldig. Ja, der Akku schwindet schneller. Schon ist der Ersatzakku drauf. Gehen wir erstmal mal hier rein. Auf jeden Fall schön laut. Food. Ist ja ein tolles Gebäude hier links. Ärztezentrum am Wall. Sind da die Straßen, wie ich sie mag, in der Stadt. Gehen wir hier auch mal einfach rüber. Wagner am Mäuerchen. Sieht hier auch doll aus.
Gehen wir gleich mal hier rein. Wie immer gilt, das ist keine professionelle, redaktionelle Stadtführung. Für alle sehen, habe ich persönlich zu bezweifeln. Strohmann hier einfach rum. Und gucken. Ganz normal. Ich habe es übrigens geschafft, meine Darmspiegelung-Geschichte und die haben nichts gefunden. Alles gut. Das war ein bisschen doof mit vorher Diät halten. Ich hatte ja schon mal erwähnt, um 3:30 am Behandlungstag aufstehen. Ohne Wecker. Ich bin ein lebender Wecker. Ich habe auch Zeit meines Berufslebens. Das heißt Zeit nicht, aber ein Großteil. Kein Wecker benutzt, immer so wach geworden. Das fing irgendwann mal so an. Und selbst jetzt um die Uhrzeit bin ich ohne Wecker wach geworden. Ich hatte den natürlich gestellt, muss ich fairerweise sagen. Weil, 3:30, ne? Aber ich habe es gebracht, bin rechtzeitig wach geworden. Das ist schon wieder interessant, einen Plan zu erstellen. Bombenwetter. Und ich bin viel zu warm angezogen. Keine Frage. Und der Wind weht so ein bisschen. Das hatte ich mir auch gedacht. Wenn man jetzt hier draußen sitzt, in dieser schönen Location hier, ist es natürlich, wenn man da nicht eine Jacke hat, die Wind abhält, womöglich ein bisschen kühl. Aber sei es drum, es ist tolles Wetter. Der Frühling ist da. So, mal gucken, was wir hier jetzt entdecken. Friedrich-Ebert-Straße, Luisenviertel. Machen wir doch einfach mal. Und lassen uns mal überraschen, was wir hier so finden. Ein neuer, erfolgreicher Tag steht da. Ich drück besser mal. Signal kommt. Heute noch. Mal gucken, was heute noch kommt. Na, erstmal kommen Autos, wie immer. Das ist das allererste, was immer kommt. Premier Inn haben wir hier. Ist ja auch so eine Kette. Da ist aber eine relativ lange Rotphase. Aber jetzt können wir laufen. Super! Aber
Meine Schuhe fangen nicht an zu quietschen. Aber bei dem warmen Wetter habe ich dann zumindest meine leichtesten Schuhe angezogen. Ich habe im Moment fast, ich hätte meine vom letzten Sommer mitnehmen sollen. Muss ich mal in meine Reichweite stellen, dass ich die sehe. Hast du so einen Gold gebraucht? Und so ein Blick hier in die Laurentiusstraße. Hier haben wir eine Fußgängerzone. Und wie viele Leute hier draußen sitzen. Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Eine Motorradsegnung. Blessing of Bikes and Bikers. Na komm schon. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kirche hier heißt. Blende ich dann später ein. Aber ist richtig gut hier, finde ich. Echt toll. Wunderschön gemacht. Und hier geht es auf jeden Fall weiter. Ja, also ich persönlich finde das interessanter als so reine Fußgängerzonen. Haben wir Schwierigkeiten mit dem Auto meiner Frau. Das ist jetzt innerhalb von 2 Wochen, muss es zum 3. Mal in die Werkstatt. Da sind zwar letztlich alles nur Peanuts. Einmal hat man Ölverlust. Und der lag daran, dass beim letzten Ölwechsel im letzten Jahr, im Juli, der Ölfilter sich gelockert hatte. Der war vielleicht nicht richtig angezogen. Aber das sauber machen hat gekostet. Da waren wir, glaube ich, 280 Euro dabei, ohne dass die ein neues Teil eingebaut hätten. Dann ist eine Birne vom Abblendlicht kaputt gegangen. Dazu musste ich die Batterie ausbauen, um da dran zu kommen. Da hat noch ein netter Nachbar bei geholfen. Ja, und dann war das Problem, das Radio spielte hinterher nicht mehr. Und da war auch nichts mit Code eingeben, den hätten wir gehabt, aber laut Handbuch hat er nicht so reagiert, wie er sollte. Man konnte den irgendwo eingeben. Also musste man wieder zur Werkstatt das machen lassen. Dann habe ich die andere Birne auch gleich wechseln lassen. Da kommt man noch schlechter dran. Also eine Kleinigkeit und ja, gestern ging dann Batteriekontrollleuchte an. Die Batterie lädt nicht mehr.
Und heute am Freitag konnten die mich nicht mehr reinnehmen, weil die um 13 Uhr schon Schluss machen. Jetzt kann ich den Wagen Montag dahin bringen und dann mal gucken, was die da so finden. Warum, wieso, weshalb? Die Batterie ist erst 3 Jahre alt. Noch keine 3 Jahre, knapp. So 2-3 Vierteljahr ist für eine Batterie kein Alter. Das ist noch eine tolle Kirche. Und die Batterie davor, ich habe nur so 1,5-1,75 Jahre gehalten. Also irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin. Und wir hatten den auch schon beim Hersteller in der Werkstatt zu prüfen, ist da irgendwas nicht okay. Die haben nichts gefunden. Und alles ist in Ordnung. Selbst haben die gesagt, die Batterie ist okay. Und der Bosch-Dienst, wo wir mal eine Standheizung haben einbauen lassen, als wir den geholt hatten vor, wie alt ist der jetzt, ich weiß gar nicht, 10 Jahre, 11 vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr. Der Bosch-Dienst hat gesagt, nee, also wir haben nichts gefunden, Stromverlust hat er nicht, aber die Batterie tauschen wir aus. Dann war ja auch erstmal alles wieder gut. Bis auf jetzt. Ich hoffe nur, dass wir nicht so einen elektrischen Bug drin haben. Weil das wäre ja doof. So, da vorne hört die Straße auf. Wir müssen jetzt hier nicht in ihrer ganzen Länge ablaufen. Ja, und dann ist es immer ziemlich aufwendig, da zur Werkstatt zu kommen. Die ist eine Ecke weit weg. Mehrmals umsteigen mit den Öffis, wenn der Wagen da bleibt. Auf dem Weg den abholen, der gleiche in Grün. Ich habe bis jetzt kein Haus. Was geht halt nicht anders? Was soll man machen? Und ich hatte heute Glück, weil meine Tochter ist auf eine Party eingeladen. Da wollte sie aber ohne Auto hin. Ich kann mich auch denken, warum. Kann man da rein? Ja, und dann ist ja in der Hierarchie meine Frau noch über mir, die wollte den Wagen aber auch irgendwie nicht haben heute. Hatte ich gar nicht damit gerechnet, heute so mobil zu sein. Ich habe das schon mal geguckt mit den Öffis. Aber das hätte schon ein bisschen gedauert. Ist das offen? Ist das nicht offen? Das ist eine Kulturkirche. Kann ja nicht offen sein. Also wenn irgendwie, aber Sophienkirche Wuppertal. Da sind aber noch Gottesdienste drin. Erbaut 1853 bis 1858 nach Plänen des Kölner Umbaumeisters Ernst Friedrich Zwirner. Man merkt, wie das hier sofort wieder ansteigt, ne? Bergisches Land. Stehen schöne, schöne Häuser hier links.
würde ich sagen. Echt klasse. Hier ist die Frau Wunder. Auch hier stehen Tische und Stühle bereit. Da vorne werden diese schon benutzt. Ja, da bin ich doch recht angenehm überrascht. Was hier so los ist. Hey, ich hab dann gepritscht. Hey, dann hab ich gemacht. Und dann war ich hinterher. Also Städte, die quasi nur aus Fußgängerzonen bestehen. Finde ich persönlich nicht so erquicklich. Und hier ist richtig viel Gastronomie. Kommt ein Taxi. Hier noch im Hinterhof sozusagen. Klasse. Und sofort, hier links von uns wird es steil. Geht sofort steil berghoch. Aber richtig. Also hier müssen E-Roller und E-Bikes ganz schön Akku lassen. Um hier die steilen Straßen hochzukommen. Straße mal weg. Da haben wir verwendet. Vom Radweg weg. Versuchen wir alles zu machen, uns nicht zu gefährden. Ein bisschen quietschen meine Schuhe. Ja.
Aber das hält sich noch in Grenzen. Gehen wir jetzt mal wieder hier lang. Wenn ich zu weit wegkomme. Alpenzentrum. 1911 steht da oben drin. Da sind wir wieder bei einem erfolgreichen Tag. Und hätten grün. Wir laufen jetzt mal hier weiter. Der Neumarktstraße. Dichter Berufsverkehr. Also ich hätte im Prinzip jetzt hier locker im T-Shirt laufen können, wenn wir jetzt in den Herbst reingehen würden, hätte ich das garantiert an, weil man dann so gewohnt ist. Ne? Aber es war jetzt die ganzen letzten Tage immer noch so kühl, regnerisch. Meine Tochter ist auch ein bisschen anders. Die zieht sich ganz schnell was Leichtes ein. Das ist auch eine schöne Kirche. Ja, die gucken wir uns auch noch an. Die Zeit muss sein. Galeria Kaufhof, das ist auch so ein altes Gebäude. Auf jeden Fall bin ich froh, dass jetzt meine ganze Vorsorge da weg gearbeitet ist, dass da nichts gefunden wurde. Das heißt zwar nichts, ne, so richtig. Aber irgendwo bin ich so ein bisschen stolz auf mich, dass ich es gebracht habe. Man sagt ja auch immer, Männer machen sowas nicht oder ungern oder selten oder. Wenn ich das mal so erzählt habe irgendwo, dann habe ich auch so gehört, nee, wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich brauche das nicht. Aber andererseits, wenn ich mir so vorstelle, ich habe ja auch eine Familie, da habe ich ja auch so ein bisschen Verantwortung. Meine Tochter ist noch so jung, die wird sowieso noch einige Jahre ohne mich verbringen müssen. Egal, was ich mache.
Ja, hier tut sich auch noch mal so ein Platz auf. Einkaufszentrum Rathausgalerie. Hier rechts. Hier gibt es echt so viele Straßen. Sind wir wieder voll in so einer Fußgängerzone drin. Irre. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Gucke ich mal, ob wir auf dem Rückweg noch an der Kirche vorbeikommen. Da gerade noch von E-Rollern gesprochen. Und schon quält sich hier einer den recht steilen Berg hoch. Musikflohmarkt. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu sehr ins Keuchen. Das ist mit so einem Mikro immer so eine Sache, weil man das so gar nicht hört, was da für Geräusche sind, ne? Manchmal so Klickgeräusche oder so Keuchgeräusche. Auf der Aufnahme, da hört man die dann. Platz. Es ist überschaubar. Ups. Cayman Cook in die Luft. Da hat man wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Eine Stufe übersehen. Bus. So, und da vorne haben wir ja die Kirche. Schild. Juwelier, aber man weiß gar nicht. Sieht irgendwie zu aus. Das ist ein Hinterhofeingang zum tollen Tor.
sich gucken, schnell rübergehen. Wir sind vor einer Kirche. Sehen. Naja, dann nehmen wir mit dem Vorlieb, was man hier sehen kann. Dieses tolle Tor. Die Decke. Ich weiß auch gar nicht. Scheint mir gar keine Kirche zu sein, oder? Eher so ein Rathaus. Ich weiß es nicht. Ja, Stadt Wuppertal steht ja hier. Haben wir die Kirche doch irgendwie. Das hat doch keine Kirche. Ich dachte, das ist eine Kirche. Aber das ist hier Stadt Wuppertal, Stadtbetrieb. Immerhin herausgefunden. Vielleicht ist dahinter noch eine Kirche oder keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Signal kommt. Ich würde sagen, das ist einfach das Rathaus Ende aus Nikolaus, so wie es aussieht. Und hier ist ja ein unheimlich schöner Brunnen. Das müsste der Neptunbrunnen sein. Und der ist wirklich toll. Muss ich nur gucken, dass da keine Gischt von der Linse kommt. Und dann stürzen wir uns jetzt hier nochmal ins Gewimmel. Also was mir hier gut gefällt, ist eben diese Verzweigtheit, dass es überall nochmal reingeht oder durchgeht. Wie hier zum Beispiel kann man durchlaufen, da sind Geschäfte drin. Hier scheint mal eine Baustelle gewesen zu sein. Da hinten ist immer noch eine. Und der Belag hier ist nur ein Provisorium. Geht aber. Hier gibt es Schlimmeres. Hier wird es ein bisschen eng. Der ist gar kein Bullenschuh, der weiß gar nicht, was es ist. Macht aber nichts. So voll ist es jetzt auch nicht.
Und überall, hier links und hier rechts, gehen noch Straßen rein. Und dann gibt es bestimmt da noch diesen Ring hier drumherum, wo wir gerade auch so ein bisschen was von gesehen haben. Also ich vermute, dass hier so ein Ring drum geht. Da sind ja so Umgehungsstraßen der Stadt. Da dürfte auch noch was los sein. Ja, auch jetzt noch richtig was los. So, hier sehen wir nochmal die Wupper fließen. Da sind Tische und Stühle direkt davor, hinter uns sozusagen. Da haben wir noch eine Schwebebahn, die da kommt. Ja, und ich sag schon mal vielen Dank an alle meine Abonnenten für die tolle Unterstützung meines Kanals. Wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Durch ein Like, durch einen netten Kommentar oder den Kanal abonnieren, falls ihr nicht geschehen. Doppel-Action. Ich sage danke fürs Mitkommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.